Ein Kellerbrand forderte am Samstagabend in der Lüdenscheider Altstadt das Know-how der Feuerwehr. Gegen 20 Uhr waren die Einsatzkräfte zu dem Brand an der Luisenstraße gerufen worden. Aus den Kellerräumen drang dichter Qualm. Nach Angaben von Zeugen sollten bereits alle Hausbewohner das Gebäude verlassen haben. Im Verlauf des Einsatzes stellte sich jedoch heraus, dass in einer Wohnung möglicherweise doch noch Bewohner sein könnten. Glücklicherweise bestätigte sich dies nicht, denn das komplette Haus und Teile der Nachbarhäuser standen in dichtem Rauch, der durch den brennenden Unrat im Keller entstanden war. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Kripo ermittelt. Gegen 20 Uhr erhielten wir die Meldung über einen Kellerbrand hier in der Altstadt von Lüdenscheid. Bei Eintreffen hier an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass im Kellergeschoss massive Rauchentwicklung festzustellen war. Das Gebäude war glücklicherweise bereits von den Personen verlassen worden. Aufgrund der starken Verrauchung mussten wir Maßnahmen ergreifen, auch die Nachbargebäude zu entrauchen. Mittlerweile haben wir den Brand im Keller unter Kontrolle. Dort brannte Unrat und die Einsatzmaßnahmen sind dann jetzt weitestgehend abgeschlossen.